Herzlich willkommen, liebe Grillfreunde. Heute machen wir ein super leckeres Flat Iron Steak mit Paprika und Spargel. Bleibt dran. Für unser heutiges Gericht habe ich mir hier ein wunderschönes Flat Iron Steak bestellt. Bestellt habe ich das bei jubi.de. Den Link dazu findet ihr natürlich unten in der Infobox. Das ist schon sehr schön zugeschnitten, das kommt vorne aus der Schulter und normalerweise sitzt da eine riesige Sehne drauf. Das ist hier schon abgenommen worden, das ist natürlich sehr gut. Und wir haben hier noch ganz kleine Stücke drauf, die werde ich natürlich noch abschneiden, weil die werden nicht weich werden lassen. Sieht sehr schön marmoriert aus, ganz tolles Fleisch, ist sehr zart, wunderbar. Sehr geschmacklich sind die auch. Das wird natürlich nur 5 Minuten auf dem Grill brauchen, das ist echt dünn. Und ich werde das jetzt parieren und dann einfach ruhen lassen, solange in der Zwischenzeit. Werden wir unsere Beilage machen. Da habe ich hier grünen Spargel und rote Paprika. Eine meiner Lieblingsbeilagen zum Steak. Passt eigentlich immer. Bei dem grünen Spargel werde ich unten das Ende abkneifen. Nicht von alleine da, wo es soll. Kann ich weg. Und dann wird er so mit ein bisschen Öl eingerieben, dann Salz und Pfeffer gewürzt und auf dem Grill schön angeröstet. Kann aber ruhig noch ein bisschen knackig sein. Das werde ich gleich als erstes machen, zusammen mit der Paprika, die ich auch anrösten möchte. Als Beilage und wenn ich die zur Seite schiebe, dann ist Zeit für das Steak. Die Paprika, die werde ich auch nicht groß behandeln, die kann auch nicht rund bleiben und so. Die schneide ich nur am Ende einmal ein oder auch zweimal. Dann kann ich die leichter grillen und die wachsen dann nicht auf dem Grill auf, sondern ich habe kontrollierte Öffnungen und kann es schön wunderbar grillen. Unsere Beilage ist jetzt vorbereitet. Ich habe den Grill auf der einen Seite auf höchste Stufe eingestellt, die andere Seite auf, also ausgelassen einfach, auf indirekte Hitze. Sprich, wir haben einmal eine schöne hohe Hitze jetzt zum Anrösten. Da werde ich das Gemüse jetzt so 2-3 Minuten von allen Seiten einmal anrösten, dann in den indirekten Bereich legen und dann geht es mit dem Steak weiter. Paprika und grünen Spargel habe ich jetzt angegrillt und zur Seite gezogen. Da können die jetzt einfach zu Ende garen und warm bleiben, bis unser Steak fertig ist. Unser Steak ist ja relativ dünn, so 1,5 cm vielleicht. Das wird also relativ schnell gehen, 2-3 Mal wenden, zack, ist es schon fertig. Ich werde es einfach nur ein bisschen einölen. Ich mag das ganz gerne vom Geschmack her, außerdem lässt sich das dann auch leichter drehen und wenden, weil das einfach nicht anbackt dann am Grill. Ich habe hier ein bisschen Olivenöl, das werde ich einfach von beiden Seiten ein bisschen rein anölen. Und dann reicht mir das auch schon. Man muss das nicht machen, es würde auch ohne gehen. Aber wie gesagt, ich mag es gerne, wenn das so ist. Hat für mich einen besonderen Geschmack. Schmeckt mir einfach besser. So. Das Steak liegt jetzt schon ein paar Minuten draußen, aber wir haben heute nur so ungefähr 6 Grad, 7 Grad. Ist also Kühlschranktemperatur. Was ich bei so einem dünnen Steak ein bisschen besser finde, so haben wir nämlich Zeit genug für Röstaromen, ohne dass es innen drin schon gar ist. Allerdings, wie gesagt, hier wird das relativ schnell gehen. Ich hoffe, dass der Grill heiß genug ist gleich, dass wir schöne Röstaromen bekommen. Sagt ein, zwei Mal wenden und nach 3-4 Minuten wird es sicherlich schon fertig sein. Unser Steak ist fertig, die Beilagen sind fertig, wir können also gleich probieren. Bevor ich das Steak anschneide, werde ich es aber noch ein paar Minuten ruhen lassen. Runtergenommen habe ich es bei ungefähr 55 Grad, sollte also noch ein bisschen Medium sein. Ich werde es jetzt gleich aufschneiden, dann kommt ein bisschen Kräuterbutter dazu, extra Salz oben drüber und dann können wir es auch probieren. Ich möchte mich bedanken fürs Zusehen und ich hoffe, ihr macht das mal nach. Ist ja ganz einfach und schmeckt auf jeden Fall hervorragend. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis bald, euer Olli. Da sieht doch noch super aus.